Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo, heute möchte ich euch die Geschichte erzählen von einem Menschen, der beschloss, nur auf einem Bein zu stehen. Gesagt, getan. Er nahm es sich vor und er tat es. Und so stand er fortan auf einem Bein. Das ging eine ganze Weile auch gut. Dann stellten sich natürlich bereits die ersten Probleme ein und er fing an zu zittern und zu wackeln. Und sofort kamen einige wohlmeinende Menschen vorbei und versuchten ihn zu stützen, damit er weiter auf einem Bein stehen bleiben konnte. Andere kamen hinzu, die gaben ihm Aufbauspritzen in sein Bein hinein, damit die Muskulatur wieder weich wurde. Aber alles das half nichts, die Probleme wurden nicht weniger. Bis eines Tages jemand vorbeikam und sagte zu ihm, sag mal du hast doch noch ein zweites Bein. Streck dieses Bein doch einmal aus und dann stehst du wieder mit beiden Beinen sicher auf dem Erdboden und bist in Balance. Diese Geschichte ist die Grundlagengeschichte der positiven Psychotherapie nach Nosrat Pezeshkian, nach der ich ausgebildet bin und nach der ich arbeite. Und sie erzählt von der Bedeutung, von der Wichtigkeit einer Balance im Leben, dass das Leben ausgeglichen ist. Und mit dieser Geschichte will ich dich herausfordern, einmal darüber nachzudenken, wer in dieser Woche alles versucht, dich zu stabilisieren in deinem gegenwärtigen Zustand und wer kommt und bietet dir etwas Neues an und sagt, du hast da doch noch eine Ressource, die ganz ungenutzt in deinem Leben herumliegt. Streck die doch mal aus, nutze die. Und ich bin gespannt, wie es euch dabei geht und was am Ende der Woche dann dabei herauskommen wird. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.